Heute, liebe Kinder, machen wir Mathematik. Ich bin schon sicher, ihr freut euch alle darauf, denn wer liebt es nicht, mit Zahlen rechnen und was man noch so in Mathe macht, nicht wahr? Also, heute habe ich mir gedacht, ich mache etwas, was mir tatsächlich relativ viel Spaß macht, was ich schon ein paar Mal gemacht habe, und zwar nehme ich einfach Algorithmen, die meistens was mit Mathe zu tun haben. Zum Beispiel der Kreisgenerator von mir, und schaue mit den Code in Java oder sowas an und versuche das in Minecraft umzusetzen mit Scoreboards und so weiter. Und das habe ich jetzt gemacht mit dem euklidischen Algorithmus zur Berechnung des größten gemeinsamen Teilers zweier Zahlen. Ich bin mir sicher, ihr werdet jetzt alle vollkommen ausrasten. Boah, endlich kann ich das machen in Minecraft. Das wollte ich schon immer mal. Jetzt ist es möglich. An der Seite haben wir hier auf dem Display halt quasi die Variablen a und b. Das ist jetzt 9 und 0 gerade. Wir können das setzen. Also das Display aktualisiert erst, nachdem die Rechnung durchgeführt wurde. Ich habe das jetzt bloß so, das sowieso nur zu Anschauungszwecken. Also vorab noch, in der Beschreibung findet ihr einen Link zum Wikipedia-Eintrag zu diesem euklidischen Algorithmus, da könnt ihr euch das mal angucken. Das ist, ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht hundertprozentig verstanden, warum es so funktioniert, wie es funktioniert. Ich habe nur verstanden, wie es funktioniert, aber nicht warum das so ist. Und dann findet ihr noch einen Download für die Minecraft-Funktion, also MC-Function Datei in der Beschreibung. So, Scoreboard, Player, Set, dann den eigenen Namen. Das funktioniert immer nur mit dem eigenen Spieler und der Spieler muss es selber ausführen, die Funktion dann. Hier größter gemeinsamer Teiler, Punkt A für die erste Variable. Und da machen wir mal, was habe ich zuvor gemacht? Was machen wir? Ja, irgendwas anderes mal. Wo wahrscheinlich ein Blödsinn rauskommt oder so. 128. Und dann B-Variable 64. Was kommt da raus? Kommt da dann 16 raus? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Ich bin sehr schlecht im Kopfrechnen. Und dann müssen wir einfach nur Function Math für Mathe, Doppelpunkt und dann GGT für kleiner gemeinsam, größter gemeinsamer Teiler. Und Enter und 64 sogar. Das ist der größte gemeinsame Teiler von 128 und 64. 64. Stimmt, weil 64 mal 20, 128. Okay, ich bin dumm. Dann machen wir mal was anderes. Also der Output ist quasi immer die A-Variable selbst. Genau. Und in der Funktion selber ist halt drin, dass es dieses Display hier aktualisiert. Das kann man aber weglassen. Dann machen wir mal, ich hau mal einfach in die Tasten rein. Mal schauen, ob das funktioniert. B. So. Und dann machen wir jetzt wieder das hier. Und der gemeinsame, der größte gemeinsame Teiler ist 1. Das heißt, man kann sie nur ja durch 1 und so teilen, weil sie irgendwie keinen anderen gescheiten gemeinsamen Teiler haben. Jetzt mache ich mal hier 3 dahinter. Und so. Und dann das hier immer noch. Okay, ich kann nicht so gut mit Zahlen umgehen, ich bin da relativ blöd. Aber ich kann mit Funktionen und so weiter rechnen. Das macht nicht unbedingt Sinn, aber ja, so, jetzt machen wir mal das. Jetzt mal 55 und 125. Dann sollte mal was rauskommen. Ja, 5 kommt jetzt raus, das ist der gemeinsame Teiler. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die MC-Function an. Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Aufnahmeversuch. Ich habe bereits zweimal verkackt. So, das hier ist also die Funktion, die den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen ausgibt. Das sind die Variablen GGTA und GGTB. Ich nenne es jetzt einfach mal nur A und B, damit es einfacher ist. Wir haben also die beiden Variablen. In diesem Block hier, den ich markiert habe, wird damit tatsächlich gerechnet. Und dieser Teil
überprüft einfach nur, ob diese ganze Funktion nochmal ausgeführt werden soll im selben Tick. Also das ist quasi die Schleife. Und das hier ist einfach nur am Schluss, um Display auszugeben. Das können wir jetzt ignorieren. Das ist nicht wichtig. Das setzt einfach nur hier, ne, Display Score gleich dem eigenen Score. So, diesmal bei diesem Versuch fange ich jetzt mal mit der Schleife an. Dieses ganze Zeug hier soll nämlich nochmal ausgeführt werden, wenn B nicht gleich 0 ist. Also, ja, andersrum gesagt, das Ganze soll beendet werden, wenn B gleich 0 ist. Dafür haben wir jetzt hier einen Scoreboard-Tag namens ggt.end, weil wenn man den Score, den Tag bekommt, dann soll es beendet werden. Erstmal wird er entfernt, falls man das zuvor schon aktiviert hatte und den Tag noch hatte. Und dann bekommt man den Tag, wenn der Score B gleich 0 ist. Und ja, und wenn man diesen Tag dann hat, dann passiert nichts mehr. Denn hier testen wir, ob man den Score nicht, den Tag nicht hat. Und wenn man den noch nicht hat, sprich wenn B noch nicht 0 ist, wird diese Funktion hier selber nochmal ausgeführt. Die führt sich dann selber quasi nochmal aus. Das ist die Schleife. Die sorgt dafür, dass das alles hier nochmal ausgeführt wird, wenn B nicht gleich 0 ist. Und ich hoffe, jetzt hat es jeder verstanden. Hoffe ich. Genau, und was soll denn jetzt hier eigentlich ausgeführt werden? Was wird hier gerechnet? Also als erstes nehmen wir den Wert von A und übergeben ihn an TMP. Das steht für temporär, weil ich das benutze ich für temporäres Rechnen hier so zwischendrin. So, also der Wert von A wird auf TMP übertragen und dann wird der Wert von B von TMP abgezogen. Und das hat jetzt den Effekt, TMP ist größer gleich 1, wenn A größer als B ist. Und wenn B größer A ist, dann ist TMP kleiner gleich 0. Und je nachdem, was jetzt der Fall ist, wird was Unterschiedliches gerechnet. Wenn nämlich A größer B ist, wird der Wert von B von A abgezogen. Wenn B größer ist, wird A von B abgezogen. Sprich, von A und B wird immer der kleinere Wert, wird vom größeren abgezogen. Und das Ganze geht eben so lange, bis B gleich 0 ist. Und dann, wenn das vorbei ist, ist A der größte gemeinsame Teiler von A und B. Ich denke, das ist einigermaßen einleuchtend. Ihr könnt euch das Ganze ja nochmal runterladen und auch die Wikipedia-Seite mal irgendwie angucken. Vielleicht versteht ihr es dann besser. Ja. Ich kann euch nur nicht erklären, warum diese Rechnung den größten gemeinsamen Teiler ergibt, weil das habe ich selber nicht so hundertprozentig gecheckt. Ich weiß nur, dass es funktioniert und wie ich es programmieren muss. Ich weiß noch nicht, was eigentlich mathematisch vor sich geht. Ja, und mit diesen Worten, das war Ihr kompetenter Mathelehrer im Internet. Tschüss.